Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Literaturclub. Meine Gäste heute Abend, der Germanist Miguel Robitzky sowie Historiker und Herausgeber Professor Dr. Fußnote. Ein herzliches Willkommen. Vielen Habe Dank. Die Ehre. Herr Robitzky, in Ihrer sogenannten Graphic Novel Mein Leben unter Ludwig II., Memoiren eines Leibreitpferdes, erzählen Sie gemeinsam mit Professor Dr. Fußnote die Geschichte des bayerischen Monarchen. Was hat Sie an dieser Figur gereizt? Ja, also für mich persönlich ist es natürlich Na, da könnte ich ja schon bei der Frage an die Decke gehen. Dieses Buch ist geschrieben von Cosa Rara, dem persönlichen Leibreitpferd König Ludwigs II. Ihr Werk ist nichts weniger als ein Zeitdokument von unschätzbarem Wert. Und er da drüben macht ein Graphic Novel draus. Das ist ein neumodischer Begriff, der sich ausgedacht wurde, um Comichefte an Leute mit Hochschulreife zu verkaufen. Von Rowohlt hätte ich eigentlich mehr erwartet. Wir sind hier doch nicht im Carlsen Verlag. Ludwig ist keine lustige Comicfigur. Fast glaubt man zu spüren, wie sich das Papier unter der Druckerschwärze vor Scham windet. Ich plädiere für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der vielschichtigen Figur Ludwigs II. Jetzt halten Sie doch mal die Scheiße. Hoffentlich bekommt Thea Dorn das Buch nicht in die Finger.